Ein gewöhnlicher Mittag am Bahnhof Zoo. Obdachlose warten vor der Bahnhofsmission auf kostenloses Essen, eine Dusche oder einen neuen Haarschnitt. Einmal pro Woche schneidet die gelernte Friseurin Franziska Dinter ehrenamtlich die Haare. Aber nur um die Frisur geht es hier nicht. Oh, alles okay. Okay. Alles gut. Ja. Eigentlich brauchen viele von denen bloß jemand, der sie in den Arm nimmt oder der seine Hand, der Zeit hat und zuhört und einfach mal führt, ja. Und es sind auch manche Leute, die sagen dann Mama zu mir oder ach, wenn ich jetzt, wenn du doch meine Mutter wärst, dann würde ich ganz anders leben. Draußen riecht es nach Urin, Schnaps und Schweiß. Drinnen, in der Friseurecke von Franziska Dinter, nach Haarschaum und Pflegecreme. Manche Kunden haben sich lange nicht gewaschen, stinken. Andere haben sogar Läuse. Also geekelt habe ich mich vor gar keinem. Ich habe literweise schon Desinfektionszeug quasi verbraucht. Ich habe da keinen Ekel davor. Ich muss bald wieder ins Krankenhaus. Ach du hier. Ernsthaft oder? Ja, ernsthaft. Ich lag ja schon dreimal im Koma. Was? Ja. Früher arbeitete Anselm als Journalist. Doch dann wurde er krank, verlor seinen Job, vor 3 Jahren die Wohnung. Ja. Zum Abschluss schenkt Franziska Dinter ihm Sorgenpüppchen. Ihnen soll er seine Nöte erzählen, wenn sie nicht da ist. Und er hat immer ein liebes Wort für die Leute, die auch dich teilweise gar nicht verstehen. Darf ich dich umarmen? Ach, na, Dankeschön. Dann wünsche ich dir alles Gute. Ne? Und dir auch alles Gute. Das war für mich immer schon eine Freundin. Also ich gehe da nicht hin, weil ich kostenlos den Haarschnitt bekommen kann, sondern die guten Gespräche mit ihr. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Dieser Rucksack und sein Stoffschaf sind sein einziger Besitz. Auch Franziska Dinters Leben stand schon auf Messers Schneide. Früher hatte sie ein eigenes Häuschen mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern. Ein schwerer Autounfall änderte alles. Aus dem Schicksalsschlag hat sie gelernt. Also ich sage, das Fallen ist schlimm, das Liegenbleiben ist noch schlimmer, aber das Nicht-Wieder-Aufstehen ist am allerschlimmsten. Ne? Ohne den Unfall, sagt sie, wäre sie nie auf die Idee gekommen, Obdachlosen ehrenamtlich die Haare zu schneiden. Ich bin dankbar, dass meine Hände heil geblieben sind und das ist meine Aufgabe. Und wenn der liebe Gott mir noch ein paar Jahre gibt, dann mache ich das noch so lange wie möglich. Franziska Dinter hat nachgerechnet. Mehr als 11.000 Bedürftigen hat sie schon die Haare geschnitten. Und es können noch viele mehr werden.